Herzlich willkommen zum DFG-Exkursgespräch zum Thema Wie kann aus CO2 ein Rohstoff werden? Dazu begrüße ich ganz herzlich Professor Walter Leitner. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut für chemische Energiekonversion und er ist Lehrstuhlinhaber an der RWTH Aachen. Ein Chemiker durch und durch. Herzlich willkommen, Herr Leitner. Ja, herzlich willkommen auch Ihnen und vielen Dank, dass Sie mich zu diesem Exkursgespräch eingeladen haben. Ich freue mich sehr. Wir fangen vielleicht mal bei etwas an, was wir nicht lösen werden in diesem Gespräch, nämlich das Klimawandelproblem. Und wenn man beim Titel bleibt und sagt, naja, wenn aus CO2 ein Rohstoff wird, dann sind doch alle unsere Probleme gelöst. Die werden wir nicht lösen, auch mit dem, was Sie tun. Aber wo wir vielleicht schon anfangen können, ist bei der Frage, wie viel Kohlenstoff, sagen wir mal, in Form von Erdöl wir eigentlich brauchen, Herr Leitner. Ja, Sie haben vollkommen recht. Wir brauchen, um das Problem der CO2-Emissionen und des Klimaschutzes anzugehen, viele Technologien und viele technologische Lösungen. Und nicht nur das, auch das Verhalten muss sich ändern, etc. etc. Aber wir versuchen, einen Beitrag dazu zu leisten, indem wir CO2 tatsächlich als Kohlenstoffquelle betrachten. Und warum das so ist, kann man sich vielleicht veranschaulichen, wenn man nur mal auf Erdöl blickt von den fossilen Rohstoffen, Gas, Kohle, Erdöl. Das Erdöl ist nämlich der Rohstoff, den wir auch sehr stark deshalb fördern, weil wir an dem Kohlenstoff interessiert sind, der da drin ist, nicht nur an dem Energiegehalt. Und wir fördern eine unglaubliche Menge an Erdöl jedes Jahr und tatsächlich auch jeden Tag. Das Äquivalent, wenn man es wirklich in Fässer füllen würde, so wie es am Weltmarkt gehandelt wird, als Barrel Erdöl, dann sind wir jetzt in einer Situation, dass wir 80 bis 100 Millionen Barrel Erdöl pro Tag fördern. Das sind jeweils 160 Liter, ein so ein Fass entspricht 160 Liter. Wenn man das wirklich in Fässer füllen würde und würde die alle nebeneinander stellen, dann ergibt es eine Kette, die 1,5 Mal um den Äquator reichen würde, täglich. Das ist also ein riesiges Problem. Und warum ist das so? Wir haben den Energiehunger und wir haben den Kohlenstoffhunger. Wir brauchen diese beiden Dinge des Erdöls. Ein Großteil wird als Kraftstoff, als Treibstoff für die Mobilität genutzt, ein Teil auch noch anderweitig energetisch, um Wärme und Elektrizität zu erzeugen. Und ein stetig wachsender Teil wird genutzt, um Chemieprodukte herzustellen. Darauf will ich hinaus, Herr Leitner. Darf ich Sie ganz unterbrechen, weil ich finde diesen Punkt so interessant. Beim Thema Mobilität können viele sich von uns vorstellen, dass wir mit Elektrofahrzeugen vielleicht unseren Erdölhunger reduzieren. Jetzt gibt es auch die Abwrackprämie für die Ölheizung und da wird vielleicht das eine oder andere ersetzt durch eine Wärmepumpe und eine gute Isolierung. Also auch hier kann man sich vorstellen, dass wir bald vielleicht kein Erdöl, kein Heizöl mehr verbrennen müssen. Aber es gibt eben auch den Bereich, den Sie gerade angesprochen haben, wo ich mir vorstellen kann, da wird es schwieriger sein. Zumindest ist ja nicht in der täglichen Diskussion, wie ich jetzt in einem Stück Plastik, Autoverkleidung, vielleicht ist es ja auch eine Verpackung oder andere Materialien, wo ich da den Erdölgehalt reduzieren kann. Es gibt sicher verschiedene Ansätze, aber wenn ich es richtig verstehe, ist das genau Ihr Feld. Das ist genau das wesentliche Feld. Also wir arbeiten an zwei Fronten. Einmal an der, wo es um Kraftstoffe und Treibstoffe auch geht, sogenannte Synfuels und synthetische Kraftstoffe, die uns helfen, erneuerbare Energie im Mobilitätssektor zu ernten, aber dann ganz stark eben auch an der Schnittstelle zu den Chemieprodukten, weil das auch etwas ist, wo wir eben genau wie Sie es beschrieben haben, voraussehen, dass der wachsen wird. In den anderen Sektoren haben wir zumindest die Möglichkeit, den Erdölbedarf zu dämpfen aufgrund anderer alternativer Technologien. Aber Statistiken gehen davon aus, dass sich bis 2050 die Menge an Kohlenstoff, die für den Chemiesektor benötigt wird, verdoppeln wird aufgrund der wachsenden Weltbevölkerung und aufgrund des wachsenden Wohlstands dieser Weltbevölkerung. Und auch da kann man sich vorstellen, dass wir weniger Verpackungserzeugen und weniger machen. Aber es sind ja auch Dinge, die einfach für unser Leben auch wichtig sind. Agrochemikalien, Düngemittel, Kleidung. Stellen Sie sich Ihr Haus vor und nehmen Sie alle Chemieprodukte, die Kohlenstoff enthalten, damit raus. Da werden Sie relativ schnell ziemlich nackt in einem sehr unansehnlichen Gebäude sitzen. Und deshalb müssen wir diese Schnittstelle zwischen Energie und Chemie irgendwie nachhaltig gestalten und, so wie wir es bezeichnen, defossilisieren.
Aber dann, da muss ich noch einmal einhaken, wo wir, glaube ich, alle konform sind, weil diese Diskussion wollen wir nicht aufmachen. Wenn es mit Einsparen geht oder wenn es mit dem Ersetzen geht durch ein natürliches Material, sagen wir eine Isolierung oder eine Verkleidung, die jetzt aus einem Holz oder aus einem Hanfgewebe ist und jetzt nicht mehr aus einem Kunststoff, dann ist es natürlich sehr gut, aber es wird auch immer Bereiche geben, wo es sehr schwer sein wird, das Erdöl zu ersetzen oder den Kunststoff zu ersetzen. Und genau darauf gucken wir heute. Genau. Und natürlich haben wir, wie Sie sagen, wir haben auch Biomasse als eine alternative Kohlenstoffquelle. Aber auch für die Umsetzung von Biomasse ist zusätzlich Energieaufwand erforderlich. Das ist sogar eine sehr gute Methode, weil die Biomasse, die Natur da schon mal das CO2 aus der Luft gebunden hat und schon mal Stoffe gegeben hat, mit denen wir weiterarbeiten können. Aber es gibt eben auch einen großen Bereich, wo wir glauben und wo sich auch weltweit abzeichnet, dass man auch diesen Schritt überspringen kann, sozusagen, den natürlichen Aufkonzentrationsschritt, und erstmal CO2-Quellen nutzt, die wir sowieso haben, und das CO2 direkt chemisch umwandelt und direkt zu Wertprodukten schafft. Also das ist nicht die eine Technologie, die das Problem löst, sondern es ist eine in diesem Portfolio, das sich da auftut. Aber jetzt verzeihen Sie es mir, ich versuche es zu simplifizieren. Sie hängen sich mit irgendeinem Gerät an den Schornstein, holen da das CO2 raus und verwandeln es nachher in einen Kunststoff und haben es gleich gebunden, bevor es in die Atmosphäre gelangt ist. Es hört sich so ein bisschen an wie Goldspinnen oder ein Perpetuum mobile. Ja, aber es ist exakt genauso, wie Sie es beschreiben. Und das Perpetuum mobile ist es aus zwei Gründen, in zwei Konstellationen nicht. Die Konstellation 1 ist, wir haben erneuerbare Energie, die diese Aufbereitung des CO2s betreibt, zum Beispiel über Wasserstoff. Wir reden alle über Wasserstofftechnologie. Wasserstoff ist das molekulare Bindeglied zwischen der Energiewende und der stofflichen Welt. Und dann können wir Wasserstoff und CO2 zusammenbringen, um wiederum Wertstoffe draus zu machen. Das heißt, bei diesem Umwandlungsprozess, bei diesem Verwandlungsprozess muss ich noch Energie hineinstecken. Wenn die nicht erneuerbar ist, dann macht das alles keinen Sinn, an dem Sie arbeiten. Wenn wir über diese sogenannten Power-to-X-Technologien sprechen, dann haben Sie vollkommen recht, dann brauchen wir zusätzlich Energie. Sie können sich das so vorstellen, das CO2 ist extrem energiearm. Ja, das ist das Endprodukt der Verbrennung, das hat selber fast keinen Energieinhalt mehr. Jetzt, um das zu einer chemischen Reaktion anzuregen, braucht es einen Partner, der viel Energie mitbringt. Und die beiden, die müssen dann so zusammenkommen und dann muss man die reagieren lassen. Und der Wasserstoff, das wissen wir ja alle, hat extrem viel Energie, deshalb ist es ein Energieträger. Und so kann man das tatsächlich auch machen. Aber dann muss der Wasserstoff letztendlich kohlenstofffrei hergestellt worden sein, sonst gibt man das ja nur von der linken in die rechte Tasche, die Kohlenstoffbilanz. Es gibt aber auch noch eine zweite Option. Es gibt tatsächlich noch eine zweite Option. Wenn dieser Hochenergiepartner sowieso heute schon verwendet wird, um irgendein Produkt herzustellen, dann kann ich versuchen, mit CO2 so viel wie möglich von dem zu ersetzen. Also nicht einen Hochenergiepartner zu erzeugen, um das CO2 zu binden, sondern erstmal einen Schritt zu gehen und zu sagen, kann ich nicht das CO2 nehmen, um da vielleicht nur noch 90, 80, 70, 60% von dem zu brauchen und auf die Art und Weise schon mal den Kohlenstoff Fußabdruck einer Produktion nach unten zu bringen. Das ist nicht der ganz große Schritt zu 100% CO2-neutral. Das ist ein ganz wesentlicher Schritt, weil er heute einfach auch schon realisierbar ist. Ja, das ist interessant, weil ich könnte mir vorstellen, die ein oder andere Zuhörerin, der Zuhörer sagt jetzt vielleicht, klingt ja in der Theorie super, aber bis man das mal in die Anwendung gebracht hat, müssen ja wahrscheinlich wieder 5 bis 10 Jahre Forschung ins Land gehen. So ist es nicht. Sie sind in Zusammenarbeit mit einem großen Chemieunternehmen, Covestro, an einem Punkt, wo Sie tatsächlich schon ein existierendes Produkt haben, wo Sie 20% des Kohlenstoffs aus CO2 hinzugefügt haben. Können Sie uns erklären, um was es genau geht? Ja, das ist eine Stoffklasse, die uns auch im täglichen Leben überall begegnet. Das sind die sogenannten Polyurethan-Kunststoffe. Wo braucht man die? Ich sitze gerade zum Beispiel auf so einem weichen Schaumstoff hier in diesem Stuhl, auf dem ich sitze. Die Matratze, auf der ist ein klassisches Beispiel. Es gibt aber noch ganz viele andere. Der Himmel in Ihrem Auto, das Dach im Auto ist wahrscheinlich aus Polyurethan. Dämmstoffe an Häusern, Textilfasern kann man daraus machen. Klebstoffe, um Sportböden zu verkleben, da wird es auch eingesetzt. Und in einigen dieser Fällen hat dieses CO2-basierte Material auch tatsächlich heute schon
Marktreife erlangt, beziehungsweise wird getestet, ob es wirklich auch für diese Endanwendungen nützlich ist. Im Umgangsdeutsch sagt man ein Schaumstoff. Ein Schaumstoff, genau. Sind alles Schaumstoffe, sind alles Schäume. Aber das CO2 ist nicht in dem Loch des Schaumstoffs drin, sondern das CO2 ist chemisch in der Struktur gebunden, in dem Material. Es ist also permanent fest in diesem Material chemisch gebunden. Sie können sich das so vorstellen wie eine Perlenkette. Ja? So ein Kunststoff besteht aus lauter einzelnen Bausteinen, die wie Perlen an der Kette aufeinandergereiht sind. Und ganz viele von diesen Perlenketten machen dann das große Material aus. Und diese Einzelperlen heute sind ein erdölbasiertes Stoff, sogenannte Propylenoxid, spielt keine Rolle, aber das ist ein erdölbasierter Baustein, sehr energiereich. Und was jetzt gelungen ist in dieser Kooperation zwischen Hochschule und Industrie, ist, dass wir eben bis zu 20% dieser Perlen, dieser erdölbasierten Perlen, durch CO2, also die Salzwasserperlen durch die Süßwasserperlen, bis zu 20% ersetzen können. Und das Produkt hat immer noch die gleichen Eigenschaften, die wir wollen, also die weiche Matratze und das gute Dämmmaterial und so weiter, aber eben enthält 20% weniger fossilen Kohlenstoff und dafür stattdessen CO2, das tatsächlich aus einem Industrieprozess stammt, das also sonst als Abfall in die Atmosphäre gelangt wäre. Also für die Nichtchemiker muss man sich das so vorstellen, der Ausgangsstoff, über den wir reden, ist ja ein Gas, CO2, der kann aber natürlich in einen festen Stoff verwandelt werden. Die Natur macht das jeden Tag, zum Beispiel wenn Pflanzen wachsen, also Holz wäre nichts anderes als durch Photosynthese verwandeltes Gas in einen festen Stoff. Wie machen Sie das, dass Sie mit dem CO2-Gas am Anfang tatsächlich einen festen Schaumstoff daraus bilden, zumindest zum Teil? Ja, das erste ist ein Baustein, nochmal ein Intermediat auf dem Weg zu dem Kunststoff. Das wird als Polyol bezeichnet. Das ist ein flüssiges, sehr zäh, viskoses Material. Und das wird gebaut eben aus dem Propylenoxid und dem CO2. Und da wird eine chemische Bindung zwischen den beiden gemacht. Und der entscheidende Faktor ist, dass man dafür einen Katalysator benötigt. Katalysator ist sowas wie ein chemischer Heiratsvermittler, ne? Also wir haben diesen energiereichen Propylenoxid-Jungen da und dann haben wir noch den etwas faulen CO2 und die beiden sollen jetzt irgendwie eine Partnerschaft eingehen. Wollen die nicht so gerne, und dann braucht man so einen kleinen Trigger, dass die sich dann wirklich miteinander verbinden, und das ist der Katalysator. Und das ist eigentlich unser Forschungsgebiet, Katalysatorforschung, und da konnten wir eben gemeinsam mit den vielen Wissenschaftlern sowohl bei unserem Institut eben als auch im Unternehmen einen Beitrag leisten, dass man den Katalysator gut verstanden hat, wie der funktioniert und dass daraus jetzt ein Prozess geworden ist, der immerhin schon 5000 Tonnen von diesem Material in der großen Anlage in Dormagen, Nordrhein-Westfalen, produziert bei der Firma Covestro. Herr Leitner, lassen Sie uns mal ganz, ganz persönlich werden. Wie lange arbeiten Sie schon an diesem Thema? Wie viele Jahre? Ja, jetzt werden meine grauen Haare kommen jetzt ins Spiel. Also ich selber arbeite zum Thema CO2-Nutzung seit den frühen 90er Jahren. Also tatsächlich schon ziemlich lange. Insofern ist das jetzt natürlich ein sensationell, jetzt ein Beispiel zu sehen, das tatsächlich diesen Schritt. Also Sie müssen mir den Moment schildern, wo dann das erste Mal tatsächlich dieses Material dann in der Realität vor Ihnen war und dann wahrscheinlich diese ganze Forschungsarbeit seit den frühen 90ern sich auf einmal umgesetzt hat, in Freude oder wie auch immer man das bezeichnet. Genau, es ist ja interessant, die Chemie ist ja, also es gab nicht so diesen einen Heureka-Moment, das ist eine ganz lange Entwicklung. Vor 2007 habe ich mich persönlich mit genau dieser Reaktion wissenschaftlich in meinem Experimentierfeld nicht auseinandergesetzt. Das kam aus der Kooperation mit dem Unternehmen, dass man gesagt hat, okay, Covestro, damals bei Material Science, aber Covestro macht halt Polyurethane und Polycarbonate, und welche Reaktion wäre denn für die geeignet? Wir haben das unter dem Begriff Dream Reactions, Traumreaktionen bezeichnet. Ja, ich habe vorher viel mit CO2 gearbeitet, aber eigentlich nicht auf dieses spezielle Produkt hin. Und dann gibt es ganz viele Leute, die da beteiligt sind, und die einen untersuchen, wie gut ist der Katalysator, wie ist der eigentlich aufgebaut. Und dann sieht man immer wieder besser, oh, jetzt geht es wieder besser und jetzt geht es wieder besser. Aber es war schon, sagen wir, ein sehr schönes Gefühl, erst zum ersten Mal so einen Schaum dann in der Hand zu halten, das Endprodukt zu sehen. Das ist eigentlich das, was jetzt wirklich so, wo jetzt rauskommt, so, da kommt was. Da schafft was den Sprung aus dem Labor in die Realität. Wie viel Potenzial steckt noch in dieser Technologie drin?
Also diese Technologie wird mittlerweile von Covestro unter dem Begriff der CO2-Technologie gefahren. Die machen jetzt ganz unterschiedliche Polyole, die dann wieder in unterschiedliche Polyurethan-Anwendungen reingehen. Ich hatte vorher so ein paar Beispiele genannt. Ja. Es geht über Socken zu Sportböden, zu allen möglichen Anwendungen. Wird immer wieder abgestimmt, dass es auf die Anwendung richtig passt. Da ist jetzt auch, sagen wir, die Grundlagenforschung an der Stelle nicht mehr so stark gefordert. Da wird jetzt von Wissenschaft ins Geschäft übergeben. Da geht es um Marketing und so weiter und so fort. Aber uns treibt natürlich um, dass wir sagen, das reicht uns nicht. Ist ja toll, dass jetzt da bei den Polyurethanen das passiert ist. Wir denken aber natürlich weiter und sagen, können wir auch chemische Grundstoffe machen? Können wir auch eben Kraftstoffe, was ich vorher gesprochen habe, machen? Was ist dann da erforderlich, wenn wir das wieder machen mit Wasserstoff und CO2? Ja, nicht mehr dieses Ersetzen nur vom, nur klingt, war eine tolle Sache, aber das Ersetzen des petrochemischen Rohstoffs, sondern ganz weg vom petrochemischen Rohstoff und wirklich nur noch CO2 und Wasserstoff miteinander kombinieren. Ich muss auf ein Thema kommen, weil das, glaube ich, in der Öffentlichkeit schon viel öfter diskutiert wurde. Wir wissen, dass, wenn wir das zum Beispiel 1,5-Grad-Ziel erreichen möchten, wir wieder CO2 aus der Luft, aus der Atmosphäre entnehmen müssen. Ja, schon jetzt ist in unseren Tagen die CO2-Konzentration in der Luft so hoch, wie sie vor, ich glaube, fast 4 Millionen Jahren auf der Erde schon mal war. Damals aber war der Meeresspiegel über 20 Meter höher und wir hatten es 4 Grad wärmer hier in den Gegenden, wo wir leben. Das heißt, wir müssen CO2 aus der Luft wieder zurückholen. Und das könnte eine Chance sein, mit diesem gewonnenen CO2 dann auch mit Ihrer Technologie weiter zu verfahren. Denn was mache ich, wenn ich es habe? Ich könnte es dann wieder umsetzen in feste Gegenstände. Ja. Also tatsächlich wäre auch die sogenannte Direct Air Capture, also CO2 aus der Luft zu entnehmen, ein Szenario. Das gilt insbesondere für Gegenden, wo viel erneuerbare Energie vorhanden ist, aber keine CO2-Quelle irgendwie notwendigerweise vorhanden ist. Wir gehen aber im ersten Schritt her und sagen, wir zapfen erstmal alle CO2-Quellen an, die wir jetzt zur Verfügung haben und auch in einem postfossilen Zeitalter noch haben werden. Denken Sie an die Zementindustrie, die ein großer Produzent von CO2 ist und das werden wir auch immer noch brauchen und das ist anorganisches CO2, was da freigesetzt wird. Auch Biomasseverarbeitung erzeugt CO2 als Koppelprodukt. Wenn man Zucker zu Bioethanol fermentiert, dann werden aus C6, aus der Glucose, zweimal Ethanol, da sind 4 Kohlenstoffe drin, die anderen beiden Kohlenstoffe gehen in CO2. Können wir die auch wieder in den Kreislauf zurückführen. Biogasanlagen erzeugen CO2. Also wir haben eine ganze Menge an CO2-Quellen, die wir erstmal anzapfen können. Aber Sie haben vollkommen recht, es ist auch eine Option langfristig oder in geeigneten Regionen, in geeigneten lokalen Umgebungen. Da kann man auch darüber nachdenken, das CO2 für solche Technologien direkt aus der Luft zu nehmen. Aber das überlassen wir erstmal der Natur mit der Biomasse, bevor wir da uns selber noch dran machen, aber es ist eine Option. Es ist ganz klar eine Option. Als ich das erste Mal in Berührung gekommen bin mit Ihrer Forschungsarbeit und dem Produkt, das Sie jetzt generiert haben, dachte ich sofort auch über eine öffentliche Diskussion, die vielleicht ein neues Argument bekommt. Es gibt ja die Idee, CO2 einzulagern, zum Beispiel in alten Gaskavernen. Dagegen gibt es auch sehr viel Widerstand. Viele Leute haben auch Angst, dass das CO2 dann dort wieder entweicht. Und das kann ja keine dauerhafte Lösung sein. Aber wenn ich das jetzt tue, das Einlagern des CO2, es nicht in die Atmosphäre entlasse und dann zu einem späteren Zeitpunkt in 15 oder 15 Jahren es dort wieder raushole, um es als Rohstoff zu benutzen, um einen festen Gegenstand herzustellen, dann wäre das vielleicht nochmal eine ganz andere Idee oder hätte auch nochmal einen ganz anderen Spin, weil es auch Anwohner beruhigen würde, die sagen, wir müssen jetzt hier nicht über Generationen mit dem CO2 im Boden neben uns leben und es würde vielleicht nochmal etwas sinnvoller erscheinen. Oder finden Sie das Capturen von CO2 nicht sinnvoll, weil es doch leichter aus der Luft wiederzuholen ist? Ich stelle mir das sehr energiereich vor, was man da machen muss. Also es gibt sehr gute Untersuchungen, sehr gute Studien, die eigentlich davon ausgehen, dass wir das 1,5-Grad-Ziel nicht mehr erreichen werden, wenn wir nicht auch CO2 Capture und Storage mit ins Kalkül einbeziehen. Einfach global, weltweit, vielleicht nicht in Deutschland, aber weltweit, weil einfach Kohlekraftwerke noch existieren und so weiter, dass das ein notwendiger Bestandteil sein soll. Das kann ich im Einzelnen jetzt diese Studien nicht bewerten oder nachvollziehen, aber es sind sehr ernsthafte Kollegen, die sich das sagen. Ich glaube aber, dass wir mit diesen Technologien, die wir jetzt diskutieren, schon viel früher anfangen können.
also das Cardion, das Beispiel von Covestro zeigt ja, es geht jetzt schon. Wir können jetzt schon dieses CO2 nehmen. Und auch die Schnittstelle zwischen erneuerbarer Energie und CO2, das aus anderen Quellen kommt, wollen wir jetzt, wir wollen das in den nächsten 5, maximal 10 Jahren zur Reife bringen, damit wir noch auf das Klimaziel wirklich Einfluss haben. Und wenn parallel dazu Carbon Capture und Storage irgendwo gemacht wird und man später dann auf diese Quellen, auf diese Reservoirs zurückgreifen will, gerne, aber es ist mir zu weit in die Zukunft geblickt. Ich will eigentlich versuchen, Technologien mit zu fördern und mit zu befördern mit meiner Forschung, die schneller greifen als dieses Szenario. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen, Herr Professor Leitner, für die tolle Arbeit und die Einblicke, die Sie uns gegeben haben in genau diese. Dankeschön und bleiben Sie gesund. Vielen Dank, Herr Büchs, und ja, bis dahin, auf Wiedersehen.